Was sind's denn? Goblins. In due time. Enemy approaching. Serves you right. Da. Erinnert mich ein bisschen was an kleine Leute auf Tantrum. Okay, irgendjemand zaubert hier doch. Oh, von da, ja. Von da, ah, da, okay. Dafür brauchst du halt nicht kein magisches Ding. Wenn ja, dann können wir noch mal ganz kurz schauen. Eis, Blitz, Schärfe. Oh ja. Material, was sich unbedingt lohnt, nicht. Das Zeug brauche ich gar nicht erst mitnehmen. That is not far. Nach jeder Mob konnte sterben, ist aber uncool. Oder auch sehr schwer eingestellt. Nee. Ich habe es tatsächlich schon vereinfacht. Also ich habe es zwei Schwierigkeiten leichter gemacht, als es standardmäßig ist, weil sonst hätte ich gar keine Chance gehabt. Ich fürchte einfach, ich laufe gerade in Gegenden rum, wo ich gar nicht, wo ich gar nicht hin darf. Auf zum Hauptplatz, Zeug verkaufen. Das Spiel ist halt ein klassisches D&D-Spiel. D&D ist tödlich. Ganz einfach. D&D ist einfach tödlich, wenn du kein Hochleveliger bist. Und meine Jungs sind jetzt Level 4 oder 5? Oder 5 oder 6? Irgendwo um den Dreh. Können wir ja mal nachgucken. Stufe 5. Also alles andere als hochlevelig. Dazu kommt, dass ich wenig Ahnung von dem System habe und wahrscheinlich diverse Aufstiegsfehler gemacht habe. So, ich will was verkaufen. Schrott. Das ist mein +1-Bogen, aber ganzen Armbrüste brauche ich nicht. Talisman behalte ich. Was haben wir da? Relikte des Kobolds, die will ich auch behalten. Den Diamantenstaub kann ich verkaufen. Die ganzen... Nein, die Bücher sammle ich. Die Bücher sammle ich. Das Einzige, was ich in diesem Spiel sehr viel bekomme, ist Geld. Sehr viel Geld. Und noch mehr Geld. As it should be. Also auf zum unglaublich großen Thronsaal. Alles klar, dann bis später. Euer Gnaden, Kästen wird besorgt längst. Euer Gnaden, es gibt schlechte Nachrichten aus der Nahlmark. Schon wieder. Von den zahllosen Trollen wisst ihr ja bereits, aber jetzt wagen sich die Leute nicht mehr aus ihren Häusern. Mittlerweile scheint es dort von Bestien zu wimmeln. Die Jäger haben es zuerst bemerkt, dann die Händler, die Paket Lebensmittel in die Außenbereiche der Baronie brachten. Inzwischen gibt es immer mehr Berichte von Trollangriffen auf die örtlichen Dörfer. Zuerst hielten es die Berichte für Geschwätz. Ich dachte, die Leute hätten einfach nur Angst. Aber eine örtliche Gruppe von Händlern hat kürzlich berichtet, dass sich die meisten Trolle in der Nähe des Hauses von Bartholomeus Delgado aufhalten. Einem verschrobenen Zauberer, der alleine in den Wäldern lebt. Sie sagen, mittlerweile sind dort so viele Trolle, dass aus Angst vor den Bestien niemand mehr zu dem Bartholomeus kommt. Diese Trolle planen irgendwas. Dieser kauzige Bartholomeus hat eindeutig etwas damit zu tun. Falls der Zauberer tatsächlich gemeinsame Sachen mit den Trollen macht, sollten wir einen Präventivschlag gegen ihn ins Auge fassen. Wenn die Trolle aber wegen ihm zu ihm und nicht zu ihm... Es wäre eine enorme Hilfe, wenn ihr Bartholomäus aufsuchen und herausfinden könnt, was vor sich geht. Ich rate allerdings zu Eile. Wenn nicht bald etwas passiert, droht euren Untertanen möglicherweise schreckliches Schicksal. Deshalb bin ich ja hier. So, Projekte, ja. Bürger sind sicher, sie möchten Gelder sammeln um die Dörfer. Du hast keinen Ratgeber zugewiesen. Ja, ich hatte ja auch keine.
So, Kirsten möchte über den Malmark sprechen. Ja. Eine Militärparade steht auf einer Anwesenheit. Der magische Wind, ja. Ich will eigentlich hier die Ereignisse sehen. Das da. Ein übles Gerücht macht die Runde. Dass dem Ruf des Baron Charles ist. Halb Revoy giere nach mehr Territorium und der Diamant, die Aldorist-Leute seien bereits ausgeschickt worden, um die ordentliche Bevölkerung zu beseitigen und das Land für die Kolonisten zu räumen. Aha. So, in dem Fall schicken wir. Hallo. Ich möchte gerne. Ach, ihr seid beschäftigt. Ach, das ist ja doof. Hände aus Gold. Gerüchten zufolge in der Region eine unbekannte Meisterin aufgetaucht, die Gegenstände von außergewöhnlicher Schönheit und erlesener Qualität herstellt. Artikel und Leute sind selten. Es gilt daher, sie mit allen Mitteln zu bleiben zu bewegen. Und natürlich sind sie alle beschäftigt. Es gibt so viele Sachen, die man hier machen kann. Aber ich habe einfach zu wenig Leute. Das sind, glaube ich, die Trolle. Ah, wir müssen die Dinger auch mal starten, glaube ich. Zu viel Zeug. Viel zu viel Zeug. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Ratgeber. Kann ich jetzt nochmal sagen, hier Ratgeber du und ich hätte gerne noch mehr Zeug. Ja, wir schaden es einfach mal. Während des Tages, an dem begonnen wurde, kann während des Tages, an dem es begonnen wurde, abgebrochen werden. Ja gut, das ist in Ordnung. Hatten wir da nicht, da ist noch eins. Ich will es ja gar nicht abbrechen. Ich will wissen, wo meine anderen Ratgeber alle sind. Ja, das ist okay. Ja, den Stadtrand beanspruchen, aber du bist beschäftigt. Du bist da beschäftigt. Du bist da beschäftigt. Ich habe doch noch mehr Ratgeber. Ihr seid alle beide beschäftigt. Ah, und hier sind die Sachen, wo man die Dörfer gründen soll. Aha. Ah, das ist die unbekannte Meisterin. Frage ist, wo sollen wir so ein Dorf gründen? Entweder am Wasser, das wäre wahrscheinlich ein guter Handelsplatz. Oder hier könnte man wahrscheinlich angenehm Zeug abbauen, also Holz. Aber Wald ist unter anderem ja auch gefährlich. Oder am Wasser im Wald. Ja, am Wasser im Wald. Name der Siedlung, Markthofen. Habt ihr einen besseren Namen? Schreibt es jetzt.
Währenddessen gucke ich mich hier noch ein bisschen um. Also schreibt mir mal einen Siedlungsnamen ein, der angenehm passend ist. Ich meine, Hauerscheid ist schon mal unsere Hauptstadt. Das ist so. Was würdest du... Ich wünschte, ich könnte schauen, was da passiert. Du bist noch ein bisschen... okay. Das war der Fehlschlag. Klingt doch gut. Okay. Dann ist wohl Markthofen ganz gut. Dann bauen wir jetzt Markthofen. Betreten wir Markthofen doch mal. So, damit unser Herrscher... unser Held, was... zu schnell. So, ich möchte bauen. Als erstes baue ich erstmal eine Holzmauer. Rein für... Wir schützen unser Dorf. Dann wollen wir hier unseren Alchemieladen haben. Spielwerte sagen, sonst ist ja nicht viel. Genau, Alchemistenlabor. Aber wir haben ja schon Bockens Alchemieladen. Wenn dann das Taverne oder ein Langhaus angrenzen. Wir haben jetzt aber nicht genügend Material. Ah, wir können da noch eine Taverne ansetzen. Passt die Sache. So, dann haben wir hier erstmal genügend Baupunkte verbraten. Bisschen Schutz, eine Taverne und ein Alchemieladen. Mehr braucht es ja nicht. So, überspringen wir mal einen Tag. Wir haben ein neues Ereignis. Der General erbittet eine Audienz. Ja, auf zum Thronsaal. Kassil verbeugt sich kurz vor und beginnt sofort zu sprechen. Ich habe auf euren Befehl unser Militär überprüft. Das Ergebnis ist enttäuschend, euer Gnade. Wir benötigen neue Rekruten. Je früher, desto besser. Wir können Einschränkungen vorgeben und die Anzahl derer begrenzen, die für den Militärdienst in Frage kommen. Doch angesichts der Umstände wäre ich dabei nicht sonderlich streng. Ich würde sogar empfehlen, zu verkünden, dass jeder der Armee beitreten kann. Und ich bin sicher, wir werden unter euren Untertanen viele tapfere Männer finden, die bereit sind, ihr Land zu verteidigen. Wir rekrutieren ohne Beschränkung. Wer unserer Armee beitreten will, ist willkommen. Wählt die stärksten und fähigsten Rekruten. Ich brauche echte Kämpfer. Wählt Personen mit Ehrgeiz, Soldaten, die von Ruhm und Befehlsgewalt träumen. Dienen immer besser. Trefft die Entscheidung selbst. Ich war das ihm die Entscheidung. Wie ihr wünscht. Ich werde umgehend verkünden, dass jeder in der Armee willkommen ist, der in seiner Heimat dienen möchte. Weil ich hätte wahrscheinlich auch die gleiche Entscheidung genommen. Alternativ die Ehrgeizentscheidung. Oder die stärkeren. Halt. Gehen wir nochmal ganz kurz fix zu unserer Truhe und schmeißen nochmal Zeug hier ab. Dich lassen wir da. Bücher lassen wir noch fix hier. Okay, im Pathfinder ist das Pathfinding noch nicht so gut. So, ansonsten haben wir noch weitere Dinge, die hier passiert sind. Projekte. Zahlmäßige Stärke. Gibt den General plus 1 Bonus auf das Nutzen einer Gelegenheit. Du bist aber leider beschäftigt. Stützung der Vorhaben des Generals befasst sich 2 Wochen lang mit der Lösung. Ja. Kann ich aber nicht, weil. Ja. Weil gerade alle beschäftigt sind. Holzschanze plus 100. Aber die Frage ist halt. Wann ist das Ding fertig? Muss ich da hinreisen, damit ich es fertig machen kann? Kann das sein? Ich werde jetzt einfach nochmal eine Runde durch die Gegend reisen. Aber vorher gehe ich nochmal ganz, ganz schnell ins Bett. Eine Runde Ruhe, Nacht,
nachdem man jeden Tag durch die Gegend gelaufen ist, macht immer Sinn. Also einen Tag durch die Gegend regiert hat. Hat sich jetzt irgendwas geändert? Bevor wir rauslaufen, schauen wir lieber nochmal nach. Nope. Aber wir können uns im Schutze der Nacht auf Abenteuer begeben. Und wir müssen nochmal ganz kurz zum Geschichtenerzähler. Und mit der Wache können wir auch reden. Gut, ich habe keine Dings. Keine Artefakte, die er mir erklären kann. Lang lebe der Baron! Lang lebe der Baron! Ach, es ist gut, Leute da zu haben, die loyal sind. Die Party bleibt. Ich habe mich ein bisschen was eingekämpft mit denen, deswegen. Sind wir da? Der einsame Grabhügel. Hier irgendwo waren Trolle, wenn ich mich richtig erinnere. Oder zumindest Unruhestifte. Der alte Tafelberg, ein riesiger flacher Felsen, der gegen als Landmarke dient. Schauen wir doch mal da vorbei. Ihr wisst ja, Erfahrungspunkte müssen gesammelt werden. Habe ich da echt? Amiri. Den Hirschape aufgesetzt. Alles klar! Gut zu wissen. Ein mächtiger Werwolf. Okay. Mal sehen, wie mächtig du bist, Werwolf. Ist auf jeden Fall mächtig genug, dass du immer noch stehst. Kriegst auch nur reduzierten Schaden. Immerhin Amiri macht durch die doch relativ guten Hit. Und Magie funktioniert. So, was haben wir denn da? Eine Brustplatte, nicht identifiziert. Tränke und Rubin. Eine Kiste. Sonst gibt es hier nichts. Oh, ein Spinnchen. Ich hasse Spinnen. Platsch. Ja. Es ist immer das Beste, wenn du so ein Overkill machst und dann alles tot. Also, alles Buß. Hier unten ist nichts. Jetzt müssen wir da oben nochmal gucken. Da ist noch was. Also eine Granatring, silbernes Tintenfass.